We are HubDrive. Our vision is to empower people and organizations in HR management. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Zeitwirtschaft in Dynamics 365. Ich freue mich sehr, dass Sie alle die Zeit gefunden haben, die Zeit sich genommen haben, um heute diese nächsten 30 Minuten mit uns zu verbringen und über ein doch ziemlich aktuelles Thema auch zu sprechen. Mein Name ist Michael Dill. Ich werde für die nächsten 30 Minuten Ihr Moderator sein, werde aber noch begleitet von einem Kollegen, von unserem Experten, der Sie dann gleich auch selber nochmal vorstellt. Hier sehen Sie meine Kontaktdaten. Sie bekommen am Ende des Webinars bzw. im Anschluss dann auch noch eine E-Mail, in der dann das Webinar als Video auch zu finden ist. Insofern, wenn Sie mich dann kontaktieren wollen oder sich mit mir vernetzen wollen, können Sie das dann auch gerne tun und müssen sich jetzt nicht hastig die Dinge notieren, die da stehen. Lassen Sie uns gleich auf die Agenda schauen. Wir haben 30 Minuten Zeit. Das ist nicht ganz so viel. Und deswegen wollen wir auch direkt schauen, was denn die Punkte sind, über die wir heute mit Ihnen reden wollen. Nach der Begrüßung übergebe ich dann direkt an unseren Experten, an Alejandro Gutierrez. Er wird eine erst kurze theoretische Einführung machen. Da geht es über die Zeitwirtschaft. Es geht da einmal um die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es geht aber auch um die Rahmenbedingungen, die uns die Arbeitnehmer und teilweise aber auch die Systematik vorgibt. Da werden wir uns kurz drüber unterhalten bzw. einen kleinen Einblick geben, um dann Ihnen unsere Lösung auch live zu zeigen. Wir werden da eine Live-Präsentation machen. Sie werden dann sehen, wie das Ganze bei uns aussieht. Und am Ende, und wir wollen natürlich auch vermitteln, wie sich das für Ihren Arbeitsalltag dann anfühlen würde, wenn Sie mit unserer Solution arbeiten und welche Vorteile Sie natürlich dann von dieser auch haben. Am Ende gibt es eine Fragerunde, wo wir Ihre Fragen gerne beantworten. Die Fragen können Sie jederzeit über den Chat stellen. Wir werden am Ende uns dann die Fragen ansehen und diese dann versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Und das Ziel dieses Webinars ist, dass Sie eben die Einsatzmöglichkeiten und Erleichterungen, die unsere Lösung bieten, beurteilen können und dass wir Ihnen auch zeigen, wie Sie das Modul in Ihrem Arbeitsalltag auch einsetzen können, dass Sie eine Abschätzung haben und dann vielleicht über die nächsten Schritte gerne auch mit uns nachdenken. Gut, dann übergebe ich direkt an meinen Kollegen Alejandro. Ja, viel Spaß. Wir sehen uns dann und hören uns dann gleich wieder. So, hallo zusammen. Mein Name ist Alejandro Gutierrez und ich bin hier bei HubDrive im Vertrieb tätig. Ich bin auch zertifizierter HR for Dynamics Experte und werde Sie heute ein bisschen durch unseren theoretischen Teil leiten, als auch dann zusammen mit euch in die Lösung reinklicken, dass wir uns das Ganze auch ein bisschen live im System anschauen. Wie Michael schon angesprochen hat, fangen wir allerdings mit einem theoretischen Teil ein bisschen an. Warum ist die Zeitwirtschaft gerade so ein Thema und was können wir in diesem Bereich anbieten? Wie können wir euch da unter die Arme greifen und euch als Kunden entsprechend unterstützen? Ganz kurz der Theorieteil aufgeteilt. Ich gehe ganz kurz auf gesetzliche Vorgaben ein. Wir schauen uns verschiedene Arten der Zeiterfassung an. Wie können wir diese darstellen? Was erwarten vielleicht aber auch Mitarbeiter von einem Arbeitgeber? Wie solche Zeiterfassungsmöglichkeiten dargestellt werden? Und auch auf die Möglichkeit, dass wir die Zeitwirtschaft entsprechend in Microsoft Teams nutzen können. So, zum ersten Punkt, gesetzliche Vorgaben. Uns ist allen bekannt, dass der Gesetzgeber die Rechte und Pflichten eines Arbeitgebers, aber natürlich auch der Arbeitnehmer bestimmt. Was bedeutet das in dem konkreten Fall Zeitwirtschaft für uns? Nun ja, die Europäische Union hat bereits 2019 festgelegt, dass die Zeiterfassung als auch die Dokumentation dieser für alle Länder der Europäischen Union zur Pflicht wird. Die Europäische Union ist in dem Fall dann immer etwas der Vorreiter und vielleicht auch für unsere Zuschauer aus der Schweiz interessant. Sowohl
die Schweiz als auch UK bedienen sich dann auch oder orientieren sich an diesen Beschlüssen der Europäischen Union und versuchen das dann entsprechend auch in die eigene Gesetzgebung zu integrieren. Für uns jetzt als Europäer ist dies in dem Fall relativ wichtig, da wir uns auch als Deutsche in Deutschland an diese Bestimmungen halten müssen. Und so kam es dazu, dass wir im letzten Jahr dann von deutscher Seite aus, von der Gesetzgebung auch entsprechend dieses Gesetz beschlossen worden ist. Das Arbeitszeitgesetz, § 14, bestimmt die Zeiterfassung und deren Dokumentation und erklärt diese jetzt zur Pflicht. Was bedeutet das für einen Arbeitgeber? Nun ja, er muss sich jetzt eben um dessen Dokumentation kümmern. Er ist jetzt in der Pflicht, diese Dokumentation eben zu erfüllen, zu gestalten und hat da eben verschiedene Möglichkeiten. Allerdings ist diese Pflicht auch entsprechend eine Chance, eben im Bereich Digitalisierung vielleicht das aufzugreifen, weil so eine Dokumentation, je nachdem wie viele Mitarbeiter man hat, wenn man dies eben analog, manuell, mit Excel etc. gestaltet, ein enormer Arbeitsaufwand sein kann. Und wie wir bei Hubdrive wissen, Digitalisierung im HR, das bringt nicht nur zufriedene Mitarbeiter, sondern damit kann man entsprechend auch Produktivität steigern. Man spart sich Zeit und Zeit ist ja auch gleichzusetzen mit Geld in dem Bereich. Das heißt, Zeit, Kosten werden gespart, wie gesagt, zufriedene Mitarbeiter und eben eine Vereinfachung von Prozessen und eine Automatisierung von Prozessen. Und das bringt uns entsprechend eine höhere Produktivität. Aber was für Möglichkeiten haben wir denn entsprechend, um in unserer Lösung Zeiten zu erfassen? Fangen wir mal hier ganz links auf der Folie an mit der virtuellen Stechuhr. Jetzt gerade nach der Pandemie, Homeoffice, Remote Work, mobiles Arbeiten, all diese Themen sind in letzter Zeit sehr präsent auf dem deutschen Arbeitsmarkt und Arbeitnehmer erwarten entsprechend auch von Arbeitnehmern diese Flexibilität. Gerade in Bezug auf Arbeitszeitdokumentation ist so etwas mit einer virtuellen Stechuhr deutlich einfacher darzustellen, als sich vielleicht irgendwo in irgendwelchen Excel-Listen wiederzufinden oder da irgendwelche Zusammenfassungen persönlich zu schreiben, dies zu dokumentieren. Ist eine derartige Stechuhr, die ich virtuell irgendwo vielleicht im Browser, in Teams etc. erreichen kann, eine deutliche Vereinfachung im Arbeitsalltag. Aber dies schauen wir uns später nochmal in der Lösung ein bisschen genauer an. Allgemein digitale Flexibilität. Was verstehen wir unter digitaler Flexibilität? Nun ja, auch im Bereich Reisen etc., so dass ich als Arbeitnehmer auch unterwegs bequem sowohl Zeiten stechen kann. Ich kann vielleicht auch unterwegs Belege etc. einbuchen. Also all diese Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens sollten in einer HR-Lösung integriert sein. Und auch das werden wir uns später dann live zusammen im System anschauen, wie wir diesen Ansatz verstehen und was wir in diesem Bereich anbieten. Aber auch entsprechend manuelle Stechuhren sind immer noch wichtig in vielen Betrieben, gerade vielleicht in der Produktion, wo jetzt vielleicht nicht jeder mit einem Computer arbeitet, muss trotzdem ja irgendwie eine Zeit dokumentiert werden. Das Einstechen der Zeiten, das Stechen von Pausen etc. Hierfür werden auch weiterhin manuelle Terminals oder physische Terminals benötigt. Und auch da haben wir mit Partnern gewisse Lösungen parat. Wenn das in eurem Betrieb interessant ist, sprecht uns doch gerne in dem Bereich drauf an. Da können wir dann auch entsprechend mit gewissen Lösungen aufwarten. Aber in Bezug auf die Flexibilität vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, der ein oder andere, der unsere Lösung vielleicht schon nutzt, wird es vielleicht wissen, aber unsere Lösung ist sehr flexibel in der Anwendung. Das heißt, wir können sie zum einen im Browser öffnen. Das werden wir uns zum Teil auch gleich anschauen. Aber auch heutzutage sehr wichtig und spätestens seit der Pandemie hat sich Teams als Kommunikationstool in Unternehmen durchgesetzt, ist so mehr oder weniger der Standard in der Businesswelt geworden, wie man miteinander kommuniziert. Viele von euch werden das vielleicht auch täglich nutzen und daher finden wir es relativ wichtig und haben auch den Vorteil, dass wir aufgrund unserer Microsoft-Integration unsere Lösung auch in Teams darstellen können. Und nicht nur das, wir können auch auf alle Dashboards zugreifen, wir können unsere virtuelle Stechuhr dort erreichen. Also Teams in dem Bereich, großes Thema heutzutage und wir versuchen da am Zahn der Zeit dran zu bleiben und entsprechend kann man unsere Lösung auch komplett in Teams bedienen. Als letzten Punkt in dem Bereich vielleicht noch zu erwähnen, mobiles Arbeiten auch vom Mobiltelefon aus kann ich meine Stechuhr nutzen, ich kann gewisse Urlauben einreichen etc. Ich versuche das hier mal vielleicht kurz darzustellen. Also ich bin jetzt auch mit meinem Handy hier in unsere App eingesteckt und ich könnte theoretisch auch vom Handy aus direkt
meine Pause stechen, an- und ausstechen, also auch von unterwegs flexibel mit dem Tablet, mit dem Mobiltelefon. Auch da kann ich entsprechend mobil arbeiten und die Dokumentation in Bezug auf Zeiterfassung auch mobil nutzen. Gehen wir ganz kurz auf Teams ein, bevor wir das Ganze auch live im System anschauen. Wir werden uns auch gleich live eine Teams-Instanz anschauen, in der wir auf die Lösung zugreifen. Aber vielleicht, da das auch relativ wichtig ist für viele, entsprechend die Möglichkeit allgemein erwähnen, wir können unsere Lösung komplett in Teams darstellen. Ich habe hier deswegen ein paar Screenshots ausgeschaut. Also hier auf der einen Seite sehen wir die virtuelle Stechuhr, die wir uns auch gleich nochmal genau anschauen werden. Aber auch Übersichten der Woche, Dashboards, Urlaubsanträge etc. lassen sich auch flexibel und bequem in Teams darstellen und können da auch direkt erreicht werden. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt an, der vielleicht für heute besonders spannend ist. Wir wollen uns das Ganze auch einmal live im System angucken. Dafür wechsle ich jetzt zum einen erst einmal in einen Browser. Ich bin hier im Microsoft Edge Browser. Und wie wir hier oben sehen, bin ich hier auch gleich in einer Teams-Instanz drin. Das bedeutet hier das gewohnte Teams-Umfeld. Ich habe hier oben den normalen Chat, meine Teams, Kalender etc. Habe hier aber auch über die Dynamics-Applikation die Möglichkeit, entsprechend in unsere HR-Lösung reinzugehen. Wir sind hier heute angemeldet als Frau Hannelore Mader. Frau Hannelore Mader ist in unserer Demo-Umgebung die HR-Managerin. Und hat somit kompletten Zugriff sowohl auf die komplette Lösung als auch hier auf sämtliche Bereiche, die wir uns heute anschauen möchten. Wir sind hier gleich zu Beginn auf einem sehr wichtigen Dashboard, das wir uns heute anschauen wollen, nämlich der sogenannten virtuellen Stechuhr. Über die haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen und jetzt sehen wir sie uns live im System an. Das bedeutet, wenn Frau Hannelore Mader morgen sich in ihrem Teams anmeldet, kann sie ganz bequem hier auf Arbeitsbeginn drücken. Und wir sehen hier oben bei den heutigen Stempel ist gerade ganz live und frisch in Echtzeit ein neuer Stempel eingegangen. Ich habe Frau Mader heute Morgen schon einmal kurz arbeiten lassen. Wir können hier aber auch Pausen stechen von hier aus. Und wie wir sehen, auch hier wieder ein neuer Stempel. Wir können die Pause beenden. Also das Ganze passiert eben entsprechend in Echtzeit und ich benutze das Ganze wie eine Stechuhr, die ich an der Wand hängen habe, nur eben jetzt in Teams oder dann auch in meinem Browser, auf meinem Handy etc. Ich bin da komplex flexibel. Wie wir sehen, haben wir hier in der Demo-Umgebung auch verschiedene andere Möglichkeiten dargestellt, wie wir die Stechuhr nutzen können. Zum Beispiel könnten wir hier sagen, wir treten das Homeoffice an, eine Dienstreise etc. Da bin ich komplett frei in der Bestimmung und da lässt auch die Software die Möglichkeiten zu, das so zu konfigurieren, wie man das dann eben entsprechend in der Unternehmung braucht. Aber was finden wir hier noch auf diesem Dashboard? Also zum einen haben wir hier unten eine Abwesenheitsübersicht der letzten Tage. Dadurch, dass das hier natürlich eine Demo-Umgebung ist, ich habe zufälligerweise Frau Mader gestern eben noch arbeiten lassen in einer Demo. Und jetzt hier heute die paar gestochenen Zeiten. Das heißt, hier im Idealfall sehe ich hier meine Übersicht der ganzen Woche. Hier in Blau die Stunden, die ich gearbeitet habe, in Orange meine Pausenzeiten. Aber da bin ich auch dank unserer Lösung sehr flexibel, wie ich das gestalte. Ich kann auch Gesetzgebung dort forcieren, indem ich sage, ich tue Arbeitszeitgesetze implementieren und sagen, nach gewissen Zeiten werde ich automatisch ausgestochen oder ich kann Regeln implementieren, dass ich am Ende des Tages automatisch ausgestochen werde. Ich kann Pausenzeiten forcieren. All diese Möglichkeiten habe ich, die ich dann entsprechend umsetzen kann und die dann das System automatisch für mich übernimmt, sodass ich dann nicht manuell entsprechend Zeiten korrigieren muss oder in Zeiten nachträglich eintragen muss. Dies ist zwar natürlich auch möglich, falls sich jemand mal verklickt, aber im Großen und Ganzen sollte das System entsprechend die Arbeit übernehmen und diesen ganzen Prozess überwachen und administrieren. Hier haben wir noch Übersichten über die Woche. Oder halt eben entsprechend die einzelnen Stempel. Aber was hat die Zeiterfassung noch? Wir können uns hier tägliche Ansichten anschauen. Wir haben die Möglichkeit, wöchentliche Zeitnachweise anzuklicken. Oder jetzt in dem Fall hier vielleicht mal ganze Summenlisten. Das heißt, ich kann von jedem Mitarbeiter, da ich hier die HR-Managerin bin, mir die ganzen Übersichten der Monate aller Mitarbeiter anschauen, was für Zeiten sie gestochen haben und das hier ganz einfach und übersichtlich sämtliche Zusammenfassungen exportieren.
Also jetzt habe ich hier von einem unserer Demo-Mitarbeiter mal so eine Übersicht geöffnet. Jetzt haben wir hier eine gewisse Anzahl an Stunden. Gut, natürlich hat sie in der Demo jetzt die Zeiten nicht gearbeitet, aber wir hätten hier sämtliche Informationen auf einen Blick und da wir eben auf der Microsoft-Plattform sind, die Möglichkeit, das Ganze ganz bequem in Excel zu exportieren. Ich kann das als statische Tabelle, als CSV-Export oder als dynamische Tabelle, als Pivot-Table etc. Also da bin ich komplett frei in den Möglichkeiten, die Excel mir bietet. Oder ich könnte das Ganze auch auswerten, hier zum Beispiel Power BI angebunden und das Ganze zum Beispiel für Analysezwecke oder Reports nehmen, um das Ganze dann eben entsprechend anschaulich zu nutzen, um da vielleicht Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Wechseln wir einmal aber kurz die Ansicht, und zwar, wie sieht das Ganze denn vielleicht für einen Vorgesetzten aus? Ich bin jetzt hier in einem anderen Browser und habe mich angemeldet als unser Edgar Cassini. Der ist in unserer Demo-Umgebung der Vorgesetzte. Das bedeutet zum einen, hat er die Möglichkeit, Workflows zu genehmigen. Er hat ein paar mehr mögliche Analysemöglichkeiten etc. Er hat eine Reihe von Vorteilen, die er eben mit seiner vorgesetzten Lizenz hat. Aber was jetzt für uns möglicherweise wichtig ist, als Vorgesetzter hat er den Zugriff auf ein Vorgesetzten-Dashboard in Bezug auf Zeitwirtschaft. Das heißt, er hat hier zum einen die Übersicht, wer in seiner Abteilung gerade angestochen ist, wer gerade arbeitet, wer gerade in Pause ist etc. Einfach eine Live-Übersicht diesbezüglich. Aber auch jetzt hier zum Beispiel Hinweis darauf, welche Zeiten müssen jetzt hier von seinen Kollegen noch korrigiert werden, welche Urlaubsanträge sind hier schon eingegangen, Abwesenheitsübersicht, Krankheitsausfälle. All diese Analyse- und Reportmöglichkeiten, die unser System automatisch generiert, kann er sich auf verschiedenen Dashboards entsprechend anzeigen lassen und damit eben entsprechend im Bereich Zeitwirtschaft sehen, seiner Admin-Tätigkeit nachgehen und damit unterstützend vom System das Ganze sich auf die Kernkompetenzen diesbezüglich fokussieren und muss dann nicht vielleicht in Excel-Listen entsprechend Sachen nachrechnen oder sich dann mit irgendwelchen Anträgen beschäftigen, die er vielleicht sogar in Papierform auf dem Schreibtisch liegen hat. Aber wenn wir jetzt hier schon im Bereich Urlaubsanträge sind, kommen wir dann auch noch zu unserem zweiten Teil unseres Click-Throughs. Wir wollen uns heute zum einen nicht nur die Zeitwirtschaft angucken, sondern zur Zeitwirtschaft gehört in der Regel auch eben das Abwesenheitsmanagement. Und im Bereich Abwesenheitsmanagement können wir uns mal anschauen, wie wir als Mitarbeiter nicht nur Zeiten stechen können, sondern zum Beispiel auch einen Urlaub beantragen können. Hierfür würde ich noch einmal den Browser wechseln, weil wir jetzt hier mit unserem letzten und dritten Kandidaten, dem Herrn Peter Maurer, eingeloggt sind. Peter Maurer ist in unserer Umgebung ein Mitarbeiter. Er hat eine Mitarbeiterlizenz und hat somit auch Zugriff auf den Mitarbeiter Self-Service. Als Mitarbeiter hat er andere Dashboards. Im Self-Service hat er hier zum Beispiel das Mitarbeiter-Service-Dashboard. Auf diesem sieht er zum Beispiel seine Urlaubsanträge, ob sie denn schon genehmigt worden sind oder sie noch in Bearbeitung sind. Er hat zum Beispiel Zugriff darauf, ob die Kollegen, wann welche Abwesenheiten Kollegen stattgefunden haben, wodurch er vielleicht auch seine Urlaubsplanung besser machen kann. Aber auch, wenn er zum Beispiel unterwegs ist, das hatten wir vorhin, Thema digitales, flexibles Arbeiten, zum Beispiel seine Belege in seinem Self-Service hochladen kann von Reisen, die er getätigt hat, seine Zielerreichung, Mitarbeitergespräche. Also der Self-Service deckt in dem Bereich vieles ab, was dem Mitarbeiter den Alltag erleichtert. Aber in unserem Fall wollen wir hier mal einen neuen Urlaubsantrag machen. Und das könnten wir zum Beispiel auch hier direkt ganz bequem über dieses Dashboard machen. Aber wir könnten hier auch auf der Navigation auf der linken Seite im Bereich Abwesenheiten uns da reinklicken. Wir nutzen heute mal dieses Dashboard und klicken hier ganz einfach und bequem auf Neu. So, jetzt haben wir hier einen Workflow oben. Das heißt, solche Workflows begleiten uns häufig durch unsere Lösung. Das sind unsere sogenannten Best Practice Workflows. Das ist die Erfahrung, die wir in vielen Jahren HR-Software gesammelt haben. Wir haben gesagt, solche Vorgänge sehen in der Regel so und so aus und versuchen diese dann entsprechend über Workflows im System darzustellen, um auch den Mitarbeiter oder auch den HR-Manager, den Vorgesetzten, einfacher durch gewisse Prozesse zu leiten. Zum Glück sind aber unsere Workflows, dadurch, dass wir auf der Power-Plattform sind, sehr leicht anzupassen. Das heißt, ich kann hier relativ einfach in einem Editor mit Drag and Drop Schritte hinzufügen, rausnehmen, wenn dies eben
ein bisschen anders läuft wie in unserer eigenen Unternehmung. Aber jetzt hierzu, wir möchten jetzt für den Peter Maurer Urlaub nehmen. Peter Maurer hat hier die Art der Abwesenheit bestimmt, in deinem Fall Urlaub. Und er sagt, er plant jetzt vielleicht seinen Sommerurlaub. Machen wir mal irgendwann im Juli, vielleicht eine ganze Woche oder zwei. Geben wir dem mal ein bisschen mehr Urlaub. Und das Ganze kann ich jetzt hier als auch ganztägiges Ereignis. Ich kann natürlich auch halbe Tage Urlaub nehmen. Dann wird mich gefragt, ob es vormittags oder nachmittags dann entsprechend ist. Ich kann Anmerkungen dazu packen und das Ganze dann entsprechend als Entwurf speichern, wenn ich mit meiner Auswahl zufrieden bin. Ein kleiner Hinweis darauf auch wieder. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe hier auch mal auf meinem Handy die Dynamics-App geöffnet und diesen Workflow auch geöffnet. Das heißt, ich kann das Ganze auch bequem vom Handy aus machen. Ich kann theoretisch im Reisebüro sitzen und mir entsprechend ein Urlaubsangebot unterbreiten lassen. Und dann könnte ich direkt auf dem Handy dann entsprechend meine Verfügbarkeit klären oder meinen Urlaub einreichen. Und wenn ich dann den Chef an der anderen Seite an seinem Rechner sitzen habe oder auch an seinem Handy, dann kann er mir das auch innerhalb von Sekunden genehmigen. Aber wie das funktioniert, sehen wir gleich. Ich habe das Ganze jetzt als Entwurf gespeichert. Wie wir sehen, das System rechnet mir automatisch die Arbeitstage daraus. Das heißt, es sind 10 Urlaubstage, die ich für diese 2 Wochen bräuchte. Ich habe hier auch eine Übersicht über meine Abwesenheiten. Und jetzt sind wir hier in dem Workflow-Bereich, wo wir sagen, okay, alles ist ausgefüllt. Ich möchte das Ganze jetzt absenden. Und wie wir hier sehen, der Workflow ist einen Schritt weitergegangen. Wir sind jetzt im Bereich der Genehmigung. Peter Maurer hat seinen Urlaub eingetragen, hat ihn abgesendet und jetzt brauchen wir nur noch eine Entscheidung eines Vorgesetzten oder eines HR-Managers. Das kann Peter Maurer nicht selbst entscheiden, daher hier auch eben das Symbol. Und dafür wechseln wir dann wieder zum Beispiel zur Hannelore Mader. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen, der Urlaubsantrag ist gerade von 21 auf 22 gestiegen. Ich bin jetzt hier in dem HR-Tool von der Hannelore Mader und ich bin hier auf dem Deadline-Dashboard. Das Deadline-Dashboard ist eines von vielen Dashboards, die wir out of the box ausliefern, wie wir hier sehen, worin verschiedene Sachen, die zeitlich befristet sind oder die in naher Zukunft anstehen, mir die auf einen Blick angezeigt werden. Es gibt auch hier wieder viele Möglichkeiten, sich den Urlaubsanträgen anzuschauen oder auch diese zu genehmigen. Ich könnte zum Beispiel an Peter Maurer direkt in seine Personalakte gehen und in seine Urlaubsabwesenheiten etc. gehen. Wir nutzen jetzt aber mal das Deadline-Dashboard. Ich finde das generell sehr interessant, weil wir einfach hier vieles auf einen Blick haben, sei es Krankheitsausfälle, Urlaubsanträge, Gesundheitschecks, die überfällig sind, Arbeitsverträge, Probezeiten, die demnächst enden etc. Aber jetzt kümmern wir uns um die Urlaubsanträge und das Ganze hier ist sehr interaktiv. Das heißt, ich kann hier auch direkt in diesen Antrag reinklicken. Wie wir sehen, 10 Tage, das ist hier der letzte, der eingegangene Urlaubantrag von Peter Maurer. Klicken uns da einmal rein, landen auch schon direkt im entsprechenden Antrag des Peter Maurers. Und auch von unserer Seite aus ist der Workflow hier zu sehen. Wir sind hier im Bereich Genehmigung. Ich habe praktischerweise als HR-Manager oder auch als Vorgesetzter Zugriff auf den Abwesenheitskalender. Das heißt, auch hier wird mir angezeigt, in welchem Zeitraum Peter Maurer nicht da ist, sodass ich das hier auch vergleichen kann mit Kollegen, ist die Abteilung besetzt. Darüber könnte ich mir dann mit einem Blick ein Bild machen, ohne auch gleich vielleicht mit der Abteilung direkt zu sprechen, sodass ich dann halt auch entsprechend schauen kann, ob diese Abwesenheit zu vertreten ist, ob ich dann entsprechend genug Leute in der Abteilung sitzen habe. Wenn ich damit einverstanden bin und wir gehen jetzt davon aus, dass dies kein Problem darstellt, dem Peter Maurer hier Urlaub zu geben, dann kann ich hier eine Entscheidung treffen, zum Beispiel genehmigt, und das Ganze dann aus Seiten des HR-Managers bestätigen. Aber natürlich geht das auch vom vorgesetzten Seite aus. In dem Fall hätte dann die Personalabteilung mit diesem ganzen Urlaubsthema gar nichts mehr zu tun, da das System automatisch die Urlaubstage von Peter Maurer seinem Kontingent abzieht, den Abwesenheitskalender pflegt, die Mitteilung an die Kollegen rausschickt. Und damit muss sich die HR-Abteilung dann eben überhaupt nicht mehr darum kümmern und auf diesen Anruf nicht mehr entgegennehmen. Peter Maurer ruft vielleicht 5-mal im Jahr durchschnittlich an, fragt, wie viele Urlaubstage hat er noch, fragt, ob das und da klappt, tut den Antrag vielleicht in Papierform oder per E-Mail einreichen. All diesen zusätzlichen Aufwand kann man damit umgehen und kann einen solchen Workflow in relativ kurzer Zeit bewerkstelligen. Peter Maurer hat jetzt eine Nachricht bekommen, der Urlaub ist genehmigt. Wir sehen hier das Fähnchen, der Workflow ist zu Ende. Und das Ganze ist durch innerhalb von effektiv 1-2 Minuten.
eine massive Einsparung an Zeit, damit auch Produktivität. Und wenn man das mal hochrechnet auf die Male, die der Peter Maurer das im Jahr vielleicht macht, mal die Anzahl seiner Kollegen, da kann man dann schon eine massive Anzahl an Zeit und damit Produktivität auch einsparen. Das soll es erstmal gewesen sein mit den Workflows. Wir haben uns die virtuelle Stechuhr mal angeschaut, was mit den Zeiten möglich ist, was für Überwachungsmöglichkeiten, Analysemöglichkeiten wir in dem Bereich haben und auch ein bisschen im Bereich Self-Service. Was hat der Mitarbeiter für Möglichkeiten mit Zeitwirtschaft oder auch für Abwesenheiten? Wie kann er sich denn entsprechend selbst um seine Abwesenheiten kümmern und diesen Workflow nutzen, um möglichst effektiv in dem Bereich zu arbeiten und möglichst unnötige Arbeit entsprechend an das System zu überlagern? Wechseln wir mal zurück auf unsere Präsentation und gucken uns vielleicht das Ganze mal im Übersicht an. Was haben wir denn heute gesehen? Was waren die Highlights von unserer heutigen Präsentation? Zum einen, wir haben eine Komplettlösung. Das heißt, jeder, der unsere Lösung vielleicht schon mal genutzt hat, schon kennt oder sich schon mal angeschaut hat, weiß, wir bilden das komplette HR ab. Wir haben uns heute nur eine Kleinigkeit angeschaut, im Bereich Zeitwirtschaft, da der sehr wichtig ist. Das ist auch der Fokus unseres heutigen Webinars. Allerdings habt ihr ja gesehen, auf der linken Seite unserer Lösung, wir haben sämtliche Module, die das HR betreffen, sind in unserer Lösung integriert. Das ist sehr umfangreich und wir versuchen, das komplette HR abzubilden. Wir sagen immer von Hire to Retire, den kompletten Lebenszyklus eines Mitarbeiters in einer Lösung. Integrierte Zeitkontrollfunktion, das heißt, wie vorhin auch erwähnt, wir haben die Möglichkeit, Regeln festzusetzen in der Lösung. Wir sind da sehr flexibel, was wir dort entsprechend forcieren können und wir können dies ganz unserer Unternehmung anpassen. Das bedeutet aber auch im Bereich Überstunden etc. Zeitkonten können entsprechend angebunden werden. Die Regeln für Zeitkonten können bestimmt werden. Was passiert mit meinen Überstunden? Ab wann werden Überstunden gezählt? Ab welcher Minute etc.? All diese Möglichkeiten und Flexibilität haben wir in der Lösung out of the box und können von jedem individuell konfiguriert werden. Was wir uns heute auch angeschaut haben, aktuelle Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter über Echtzeit-Dashboards, wie wir beim Vorgesetzten Edgar Cassini gesehen haben. Jederzeit kann ich auf einem Dashboard in Echtzeit angucken, wer ist gerade eingestochen, wer ist vielleicht gerade in Pause, wie viele Zeiten sind da, aber jetzt auch zusätzliche administrative Aufgaben wie das Korrigieren von Zeiten oder das Übersichten über Krankheitsausfälle etc. All das kann ich mir ganz bequem auf Dashboards anzeigen lassen und habe somit alle Informationen aus der Lösung auch visuell auf einen Blick auf meinem Browser, auf meinem Bildschirm jederzeit zur Verfügung. Natürlich und auch sehr wichtig für die Dokumentation dieser Zeiten. Ich habe die Möglichkeit, mir das als Tagesansicht anzulassen. Ich kann mir Wochenübersichten ziehen, Monats- oder auch entsprechend Jahresübersichten. Und ich kann das entweder für den Mitarbeiter selbst oder auch abteilungsweit machen oder auch sogar unternehmensweit mir anzeigen lassen. Und das bringt mich dann wieder dahin, dass ich halt diese Daten auswerten kann. Ich kann mir das tabellarisch rausnehmen. Ich kann das vielleicht in Excel exportieren. Ich kann damit weiterarbeiten oder auch Analysen daraus ziehen oder mir diese Informationen zum Beispiel in Power BI einbinden und dort halt mächtige und komplexe Analysen mir anzeigen zu lassen. Auch haben wir die Möglichkeit, in unserer Lösung die Lohnvorbereitung mitzugestalten und dann können solche Daten zum Beispiel dann auch entsprechend praktisch an die Lohnabrechnung weitergeschickt werden, wenn ich mir zum Beispiel gesammelte Zeiten oder Summenlisten aus dem Bereich dann entsprechend tabellarisch exportiere und dann zum Beispiel in mein Payroll-System importiere. Auch vorhin gesehen bzw. angesprochen, automatische Ausbuchung inklusive Informationen an Vorgesetzte. Auch das ist in unserer Lösung einstellbar. Das heißt, im Out of the Box wird man um 24 Uhr bzw. um 0 Uhr in der Nacht automatisch ausgebucht, theoretisch. Und dann geht es halt eine Meldung entsprechend an den Vorgesetzten, dass der dann auch entsprechend weiß, dass er da vielleicht mal nachschauen muss. Warum hat der Mitarbeiter vielleicht so lange auf der Arbeit verbracht oder hat er vielleicht vergessen, sich auszustechen etc. Also auch all diese Möglichkeiten der Analyse und Überwachung in dem Bereich der Zeitwirtschaft sind gegeben und können dann auch ganz bequem von Vorgesetzten eingesehen werden, ohne dass sie da selber eine großartige Recherche betreiben müssen, sondern kriegen solche Informationen ganz bequem auf ihr Board gepackt, auf ihr Dashboard geschickt oder lassen sich vielleicht auch per E-Mail informieren. Zusätzlich, wir sind in einem Microsoft-Universum zu Hause und deswegen können wir auch verschiedene andere Tools von Microsoft nutzen. Da fällt mir zum Beispiel Teams Shift ein, wo man neben unserem Tool hernutzen kann, um zum Beispiel die Schichtplanung zu machen. Aber das soll es jetzt erstmal in dem Bereich gewesen sein. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit
und wir werden uns jetzt mal mit euren Fragen beschäftigen. Dafür würde ich ganz gerne Michael wieder einbinden. Michael, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ich warte immer noch, bis ich auch zu sehen bin. Also ich bin noch da, ich habe auch zugehört. Vielen Dank für die Ausführungen erstmal, Alejandro. Ich glaube, man hat einen wirklich sehr guten Einblick bekommen, nicht nur in dieses Modul. Wir haben, Alejandro hat gesagt, wir haben eine Komplettlösung. Wir haben 16 Module insgesamt, die wir anbieten. Jetzt haben wir Time and Attendance, so heißt es im Englischen immer bei uns, also Zeitwirtschaft gesehen. Wir haben aber auch Recruiting und Onboarding, Weiterbildung, E-Learning, also ein ganz, ganz, ganz großes Paket, weil wir alles als Chance verstehen. Ja, also diese Pflicht jetzt gerade in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz ist man dann schon weiter, was die gesetzliche Einbindung angeht. Die Umsetzung ist eine andere Frage, aber zumindest die Anbindung ans Gesetz gab es in Deutschland, in Österreich und der Schweiz schon deutlich eher. In Deutschland ist da gerade also wirklich ein aktuelles Thema und wir sagen auch, dass man das Ganze wirklich als Chance verstehen sollte, sich der Digitalisierung zu öffnen in diesem Bereich, denn wir sagen, die Vorteile sind wirklich immens, die man nutzen kann. Ich glaube, wir haben einige davon schon gesehen und das jetzt bei einem Programm nur, wenn man sich überlegt, wie viele Programme wir oder Module wir insgesamt haben, kann man sich auch vorstellen, wie groß die Chancen und dann die Möglichkeiten auch sind, dass man wirklich alle Prozesse gut miteinander verzahnen kann und über diese Microsoft-Plattform natürlich auch wunderbar miteinander und nahtlos miteinander übergehen. Eine Sache wollte ich noch sagen, die der Alejandro gesagt hat, also wir haben ganz viele Anpassungen, die möglich sind und das ist was Kunden uns auch immer wieder sagen, also dass dieses Customizing, also man kann, dass dieses sehr große Vorteile birgt. Also man kann Farben verändern, sie können die Startseite verändern, sie können die Dashboards unterschiedlich anordnen, also da haben sie wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Alejandro hat ja das ein oder andere Dashboard gezeigt und Übersichten gezeigt, die man out of the box nutzen kann. Nichtsdestotrotz können sie das selber auch anpassen und haben da natürlich dann, je nachdem wie es ihnen belebt, auch Möglichkeiten, das zu tun. Gut, nachdem wir viele Fragen haben und ich auf die Uhr gucke, gehen wir gleich direkt mal zu den Fragen über und wollen da keine Zeit verlieren. Also als erstes mal vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Melanie hat gefragt, die Fragen mache ich zusammen mit Alejandro, das kriegen wir glaube ich ganz gut hin. Welche Vorteile hat die Time and Attendance Lösung, also Zeitwirtschaftslösung für Mitarbeiter, die remote im Homeoffice arbeiten? Ich glaube, das kann ich auch beantworten. Das hat Alejandro, glaube ich, auch gesagt. Also man hat eben die Möglichkeit, sich überhaupt remote anzumelden. Sie haben die Stecher, die sie remote benutzen können. Sie können auch im Homeoffice sagen und auch dediziert sagen, ich arbeite im Homeoffice. Ja, das sind steuerliche Unterschiede. Ich glaube, da kommt später nochmal eine Frage unten dazu. Also das ist sehr gut, dass man das auch direkt angeben kann, dass man im Homeoffice ist oder dass man sich eben halt hier befindet. Aber der Vorteil ist, dass man alles so nutzen kann, wie man es vom Arbeitsplatz gewohnt ist. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Also alle Systeme genauso nutzbar wie im Homeoffice, also im Homeoffice oder direkt am Arbeitsplatz. Marco fragt, gibt es Schnittstellen zu manuellen Stechuhren? Jetzt übergebe ich mal an den Alejandro. Es gibt Schnittstellen zu manuellen Stechuhren. Also wir haben zwei Partner, die mit uns zusammenarbeiten bezüglich physischer Terminals, Stechuhren. Das wären zum einen DataFox und Dormakaba. Aktuell haben wir zu diesen beiden auch Schnittstellen parat. Das heißt, da kann auch der Kontakt zu sowohl DataFox als Dormakaba von unserer Seite aus hergestellt werden, wenn diesbezüglich Interesse besteht. Und die können solche Terminals zur Verfügung stellen. Und mit beiden dieser Anbieter läuft unsere Software auch out of the box mit Schnittstellen, die wir bereitstellen, direkt auch mit physischen Terminals. Die benutzen wir zum einen auch hier bei uns im Haus. Das heißt, wir haben, meine ich, von DataFox hier zwei Terminals stehen, bei denen wir uns theoretisch morgens auch ein- und ausstechen können, auch in Pausen stechen können. Und das funktioniert wunderbar. Das geht auch in Echtzeit direkt in die Lösung. Und die Zeitstempel werden genauso geführt, als würde ich dann in der virtuellen Stechuhr einmal draufklicken. Genau, das kann ich bestätigen, nachdem ich hier auch arbeite. Insofern, es gibt die manuellen Steche und virtuellen Steche und funktioniert dann wirklich ganz genauso. Gut, die nächste Frage von Sabine. Wer kann die Zeitanpassungen bei einem Mitarbeiter vornehmen? Der Mitarbeiter, der Vorgesetzte oder nur jemand aus der HR? Das kann ich gern auch wieder übernehmen. Das
obliegt Ihnen an dieser Stelle. Das können Sie einstellen, wie Sie das wollen. Normalerweise würden wir empfehlen, das ist auch so, wie wir es handhaben, dass der Vorgesetzte das machen kann, aber notfalls auch jemand aus der HR. Es kann ja auch sein, dass ein Vorgesetzter nicht da ist dass dann jemand über die HR was eingeben muss. Das heißt, bei uns ist es so, der Vorgesetzte kann Anpassungen vornehmen. Der Mitarbeiter sagt, kommt bei uns auch natürlich vor. Einer meiner Mitarbeiter schreibt mir, ich habe vergessen, mich in Pause zu locken oder ich habe vergessen, mich einzulocken, kann ja auch alles passieren. Ich bin da und da gekommen und dann kann man das nachtragen. Und das ist derjenige, der von Ihnen dann aus zugewiesen wird, kann das tun. Heidi Neubert, hallo Heidi. Wer übernimmt die Anpassungen und Einstellungen? HubDrive selber oder ein zugewiesener Partner? Alejandro. Ja, also es ist so, dass wir seit ungefähr einem Jahr keine Services selber mehr anbieten. Wir haben uns darauf fokussiert, dass wir jetzt ein reiner ISV, also aus Microsofts Sicht ein Independent Software Vendor sind, der sich rein um das Produkt und die Lizenzierung kümmert. Da versuchen wir unsere Expertise draufzusetzen und daher kümmern wir uns in erster Linie nur um die Qualität unseres Produkts. Für die Services haben wir uns auf unser breites Partnernetzwerk gestützt. Da haben wir sehr viele Partner, mit denen wir sehr viel Erfahrung haben in den letzten Jahren. Und die sind von uns zertifiziert, unsere Lösung zu implementieren. Und diese wären auch der Ansprechpartner für Customizings, Anpassungen etc. Jetzt haben wir allerdings aber auch den Vorteil, dass wir auf der Power-Plattform sitzen. Die Power-Plattform hat einen sogenannten No-Code, Low-Code-Approach. Das heißt, man kann auch ohne Programmierkenntnisse, ohne Entwicklung und ohne Code relativ einfach Sachen anpassen, Felder hinzufügen, Felder wegnehmen, Workflows anpassen etc. Also all das kann theoretisch auch von dem Unternehmen selbst mit sehr wenig Aufwand selber betrieben werden. Wenn es jetzt um etwas komplexere Schnittstellen oder Customizings geht, wäre dann der Implementierungspartner, den wir euch vorstellen, entsprechend der Ansprechpartner. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von meinem Namenskollegen Michael. Wenn ein Mitarbeiter im Homeoffice bucht, wird dies separat ausgewiesen, ist ja auch eine neue Aufforderung seitens des Finanzamts. Ich glaube, das habe ich vorhin kurz noch mit erwähnt. Dafür gibt es auch den eigenen Button, den wir auf der virtuellen Stechuhr auch gesehen haben, nämlich Homeoffice eben als Unterschied zu einfach nur anmelden. Ja, also das bietet unsere Lösung an. Dann Stefan fragt, wie wird der Vorgesetzte über einen Urlaubsantrag informiert? Und nachdem ich selber auch Vorgesetzter bin, kann ich das gerne sagen. Also erstens mal, man kann in dieses Dashboard gehen, wie es der Alejandro gezeigt hat. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Man bekommt aber auch eine E-Mail. Ja, das heißt, das System benachrichtigt einen dann auch per Mail. Ich habe im Outlook eine neue Nachricht, es ist ein Urlaubsantrag da. Da kann ich auch direkt draufklicken und werde dann zu dem Urlaubsantrag verwiesen. Also ich muss da nicht nochmal extra ein Programm aufmachen oder dergleichen. Also das ist alles sehr gut integriert miteinander. Vielleicht ganz kurz dazu, Michael. Auch hier wieder ein Riesenvorteil dadurch, dass wir entsprechend halt auch diese Power-Plattform und dieses Microsoft Universe benutzen. Das heißt, wir haben da auch entsprechend direkt Integrationsmöglichkeiten zu Outlook, zu Teams. Und das ist dann auch wieder im Bereich Anpassungen möglich, dass ich mir da auch, also dass ich die Entscheidung treffen kann, solche Informationen zum Beispiel mir über Outlook zu schicken, mir eine Aufgabe über Outlook zu schicken und mich da direkt dann ins System zu klicken. Also da haben wir dann auch entsprechend diese große Verbundenheit mit der Office Suite, mit den Produktivitätstools von Microsoft, die wir nutzen können, um uns für sowas zu informieren. Und da sind wir auch relativ flexibel, wie wir uns da benachrichtigen lassen. Perfekt, danke dir. Jetzt kommen wir zu Markus. Markus fragt, wie berechnen sich die Urlaubstage und wo kann diese Berechnung angepasst werden? Würde ich gleich auch nochmal an dich übergeben, Alejandro. Also unser System, das Kern unseres Systems ist theoretisch die digitale Personalakte eines Mitarbeiters. Dort können wir sämtliche Informationen zu einem Mitarbeiter hinterlegen, unter anderem auch seine vertraglich festgesetzten Arbeitszeiten, seine Stunden, sein Arbeitsmuster. Wir könnten theoretisch auch Schichten darstellen. All das ist dort gar kein Problem. Und zusätzlich können wir dort auch entsprechend auch seinen Urlaubstagskontingent festsetzen oder sämtliche Abwesenheiten, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, werden auch entsprechend dort bestimmt. Das System erkennt
natürlich den Mitarbeiter, der die Anfrage stellt, schaut entsprechend auf das Urlaubskontingent des Mitarbeiters und reduziert das entsprechend um die Tage, die er im Vorfeld ausgerechnet hat, sodass sich der Mitarbeiter darüber keine Gedanken mehr machen muss. Das System übernimmt entsprechend diese Arbeit. Das ist eine einfache Rechnung, nimmt die vorhandenen Urlaubstage, zieht die angeforderten ab und gibt dann entsprechend den neuen Wert dann wieder raus, sodass der Mitarbeiter auch jederzeit schauen kann, wie viel Urlaub er denn entsprechend noch zur Verfügung hat. Auch wieder eine Situation, mit der das HR entlastet wird, weil dann entsprechend diese ganzen Anfragen und das Überprüfen dieser der Resturlaubsanspruches eben komplett wegfällt. Ich glaube, du bist stumm. Ich bin stumm, das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die ganzen Fragen, die wir da haben, da sind jetzt noch einige reingekommen. Ich glaube, wir werden noch zwei, drei beantworten können. Ich würde dann das Ganze aber auch gerne in ein paar Minuten dann auch schließen. Was wir machen ist, dass wir auf jeden Fall diese Fragen noch beantworten werden. Und die Beantwortung dieser Fragen kommt dann in die Antwort-Mail. Ja, es ist nicht so, dass wir irgendeine Frage unterschlagen, keine Angst. Das werden wir nicht tun. Wir wollen einfach nur ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Zeit, die wir hier auch angesetzt haben. Das heißt, wir werden natürlich gerne auf alle Fragen nochmal eingehen und diese, also die wir dann nicht beantwortet haben, das heißt, die bekommen Sie dann auch in ein oder zwei Tagen auf jeden Fall als Beantwortung auch mit dazu. So, dann gehen wir schnell noch weiter. Entwurf speichern ist nur ein Entwurf oder dann schon abgeschickt oder gespeichert? Ich glaube, das ist in der Einstellung, Alejandro, da bist du eher der Experte, was das angeht. Ich gehe davon aus, dass wenn was nicht aktiv ist, dann ist es, bleibt es ein Entwurf, aber kannst du sagen? Im Standard ist es so gedacht, dass ein gespeicherter Entwurf wird aber schon im System dargestellt. Ich meine, im System wird es als Draft dargestellt oder als Entwurf zu Deutsch. Das bedeutet, Vorgesetzte können sehen, was der Mitarbeiter geplant hat, für wann er Urlaub nimmt. Und das kann er vielleicht auch schon nutzen für zur Berücksichtigung von Kollegen, die vielleicht im selben Zeitraum Urlaub buchen. Aber erst wenn das dann quasi abgeschickt wird, dann zählt es quasi offiziell als eingegangen oder vom Mitarbeiter aus als beantragt und kann dann auch vom Vorgesetzten oder HR-Manager bearbeitet werden. Gut, vielen Dank dazu. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Kann man die Stecher für Mitarbeiter ohne Zeiterfassung ausblenden? Wird hier gefragt. Im Standard ist die drin. Man hat aber allgemein die Option, die Ansichten der Mitarbeiter oder auch bei Vorgesetzten etc., das bis auf Felderebene runterzubrechen, was ein Mitarbeiter sehen kann, was er einsehen kann, was er vielleicht verändern kann. Auch da hat man die Möglichkeit, dann für gewisse Lizenzen Mitarbeiter entsprechend die Sicht so einzuschränken oder die Sicht wegzunehmen, dass er gewisse Dashboards nicht sieht. Das nutzen wir intern auch zum Beispiel. Dashboards sind in der Regel immer nur denen zugänglich, die sie auch wirklich brauchen. Und den anderen wird das entsprechend ausgeblendet. Und das Gleiche kann man auch entsprechend mit der Stechuhr machen. Gut, eine Frage, also nehmen wir noch bitte die anderen nicht zurückversetzt fühlen. Wir werden diese Fragen beantworten. Wir sind nur zeitlich ein bisschen gebunden an der Stelle, deswegen keine Angst, die Antworten werden auf jeden Fall noch kommen. Andreas Humpert hat gefragt, bei Teilzeitkräften kann es vorkommen, dass diese unterschiedlich lange täglich arbeiten, zum Beispiel montags 3,5 Stunden, dienstags 5 Stunden, mittwochs 7,5 Stunden. Jeder Urlaubstag hat also eine andere Gewichtung. Wie kann man das abbilden? Also im Standard, müsste ich selber gerade ein bisschen überlegen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt bei der Frage spezifisch ein bisschen schauen muss, wie das dargestellt wird. Also wir haben im Standard die Möglichkeit, halbe Tage und ganze Tage zu nehmen, das ist mir bewusst. Wenn das jetzt so ist, dass er jetzt nur 3,5 Stunden an einem Tag zu arbeiten hätte, ich müsste fairerweise das, glaube ich, noch einmal mit einem unserer Solution Experts oder mit unserem CSM absprechen und ich würde vorschlagen, dass wir diese Frage dann lieber kompetent beantworten und diese dann anschließend vielleicht in der Antwort-Mail mitgeben, bevor ich hier eine Halbwahrheit irgendwie ausspucke oder mir da nicht ganz sicher bin. Aber ich glaube, das ist dann auch dem Andreas Humpert fair, wenn wir dementsprechend das dann erst in Erfahrung bringen und ihn dann vielleicht kompetent mit der E-Mail mitgeben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das
können. Wir haben Arbeitsmuster, die wir abbilden können. Das heißt, wir können als Arbeitsmuster eintragen, dass eben jemand so arbeitet. Wie es dann allerdings berechnet wird, wenn jemand jetzt an den Tagen Urlaub nimmt, müsste ich jetzt auch, wie Alejandro gesagt, müssen wir nochmal nachschauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das System das kann. Aber da vergewissern wir uns erst nochmal, wie das dann genau gemacht wird. Aber wie gesagt, zu dieser und zu diesen anderen Fragen werden wir Antworten geben und werden diese in der Mail anhängen, die wir dann nochmal schreiben. Wie geht es weiter? Das noch ganz kurz. Eben mit einer Mail, die wir schreiben, auf die Sie auch gerne antworten können, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Also wenn Sie generell zu diesen Fragen auch noch andere Fragen haben oder sich das System nochmal einzeln zeigen lassen wollen oder auch andere Module zeigen lassen wollen und dazu Fragen haben, bitte können Sie uns jederzeit ansprechen. Sie haben dann unsere Kontaktdaten aufgrund der Mail natürlich, die wir an Sie schicken. In der Mail wird dann auch noch mal, werden wir auch nochmal um ein Feedback fragen, wie Sie die ganze Veranstaltung jetzt gefunden haben, dass wir uns auch da weiter verbessern können. Also über die Mail können wir in Kontakt bleiben. Und wenn Sie Fragen haben, bitte einfach immer direkt, wenn wir kurz mal auf die nächste Folie gehen, dann steht auch Sales at Hubdrive, da kann man sich einfach hinwenden. Und dann ist es kein Problem. Dann werden wir gerne antworten und wie gesagt, uns auch die Zeit nehmen, dass wir das Modul Ihnen auch persönlich nochmal vorstellen oder halt dann noch auch andere Module zeigen, das, was wir im Portfolio haben. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Teilnahme. Man sieht das ja immer ganz schön, fast alle sind hier bis zum Ende geblieben. Das freut mich. Und wir werden uns melden mit einer E-Mail, werden Ihnen alle Fragen beantworten. Und dann hoffe ich, dass Sie jetzt einen guten Einblick bekommen haben und dass Sie auch, ja, so wie wir, begeistert davon sind, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bietet und eben das Ganze nicht nur als Pflicht jetzt gerade für Deutschland gesprochen sehen, sondern eben als große Möglichkeit und Chance, sich dazu verbessern und zu optimieren, denn das tut man auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns und wir werden uns melden mit einer E-Mail und hoffentlich dann auch wieder weiter in Kontakt bleiben. Alles Gute bis dahin. Danke, Michael. Auf Wiedersehen. Danke dir, Alex. Danke, Alejandro. Ja, Entschuldigung, das habe ich fast vergessen. Alles gut. Hätte ich dich unterschlagen. Ja, also danke, Alejandro. Danke allen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.